Jo, da wären wir auch schon wieder. Bevor ich jetzt hier weitermache, ich habe jetzt in einem neuen Kommentar gesagt bekommen, was ich falsch gemacht habe. Das war nicht so blau hinterlegt, also wie ich hier mit diesem mittleren Maustaste irgendwas gedrücke, sondern der Vorschlag wäre, dass ich einfach beschränken soll auf ein Feld und in dieses eine Feld dann die Ressource reintun, die in diese Kiste eingelagert werden soll. Was ziemlich clever ist. Das heißt, wir machen so, ich bräuchte mal Eisen. Eisen, da, immer so einen halben Stack. Dann machen wir Eisen da unten rein, beschränken das sofort, nehmen das raus. Und jetzt sollte auf jeden Fall alles an Eisen hier einsortiert werden. Wobei das hier falsch ist und es trotzdem rausgenommen wurde, was? Wie jetzt? Oh, aber es war eine sehr schöne Idee. Also die Idee hinter dem Kommentar war, dass es halt beschränkt ist und dass da dann das nicht rausgenommen wird und dass dadurch die Kiste durchgeht, nur für dieses eine Dingens genutzt wird. Aber das klappt nicht. Schade, schade, schade. Na gut, war ein Versuch wert. So, jetzt aber. Zerstörroboter. Wo seid ihr? Zerstörroboter. Da. Ich hätte gerne... Haben wir inzwischen genug von denen? Stell das mal hoch auf, keine Ahnung, 50? Einfach nur, um zu gucken, wie viele wir haben. Ja, wir haben definitiv genug von den Grünen. Das heißt, wir machen so und so. Du machst mal bitte auch Distractor Capsule. Shift rechts, Shift links und die Sachen alle raus. Und hier. So, dann haben wir jetzt 4 von den Grünen, 2 von denen und dann jeweils einen. Da müssen wir gucken, wie sich das so ergibt. Es wird nicht so super toll hinhauen, aber ja. Ich sehe keine roten Chips im System. Das ist nicht schön. Boah, ich kann da nicht mehr viel machen. Also ja, ich kann noch schnellere Speedmodule theoretisch irgendwann entwickeln, aber das war's dann auch schon. Ah ja, doch, hier Fabriken. Jo. Das bringt nochmal einen kleinen Boost. Sind wir bei Crafting Speed 7 statt 6. Und jeweils noch 300% drauf. Okay. Draht und so haben wir aber genug, oder? Es wird hier alles immer instant rübergeschoben. So. Plastik. Öl und dergleichen. Plastik haben wir 1400 durchgehend. Ja, nee, ist okay. Das heißt, wir warten jetzt drauf, dass Fabriken fertig werden. Sollte ich die vielleicht doch automatisieren, huh? Nee. Das lohnt nicht mehr. Ich werde jetzt schon viel zu ungeduldig wegen der neuen Staffel. Das hadert immer noch schwer zwischen Hard Curio und Shadow Mega Modpack hin und her. Wobei gerade das Shadow Mega Modpack in der Führung liegt. Weil so viele Leute davon Interessantes sagen in den Kommentaren. Weil es halt so viel zu bauen ist. Und genau darum geht es mir ja auch primär. So, du bau mal dich schneller. So, wir hätten schon mal 12 Marauder-Kapseln. Ich glaube, die schnappe ich mir mal und baue da draus die Sharpshooter. Ich habe die Module nicht dabei? Okay, warte. Gib mir einer Module, gib mir zweier Module, gib mir dreier Module. Hab jetzt alles an Speedmodul dabei, was man haben kann. Zack, 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 zack. Und das kannst du mal abbrechen. Und ja, die brauchen eine Weile. Wir müssten jetzt noch einen höher erforschen. Das heißt, wir bräuchten jetzt 4 Sharpshooter, um dann gleich ein Frenzy? Gab's nicht was davor? Nö. Wir brauchen 4 Sharpshooter und 4 Marauder. Okay, okay. Das sollte machbar sein. Und dann haben wir einen einzigen Frenzy. Den müssen wir mal gucken, wie gut er ist. So, 2 Marauder. Oh. Warum sind die alle lila? Also noch ein
Noch ein Marauder, damit wir noch einen Sharpshooter bauen können und dann nochmal 4 Marauder. Also ja, man kann das alles automatisieren. Und wenn ich ein bisschen mehr Geduld hätte, könnte ich das alles so umbauen, dass wirklich alles gemacht wird. Und dann mache ich einfach, oder könnte ich theoretisch einfach 10 Folgen oder irgendwas anderes machen. Und dann wären vielleicht 4 von diesen Frenzy-Dingern fertig. Aber mal ernsthaft, ist das denn so toll? Ich werde es gleich mal mit dem Frenzy testen, mit dem einen, was der so bringt. Und die Destroyer tue ich mal eine gelbe Kiste, damit sie mich nicht durchgehend verwirren. Da. Du kannst auch weg. So. Irgendwas wird irgendwo angegriffen und nur 2 Türme schießen und die 2 Türme haben gewonnen. Ist, ja. Hatte ich ja schon angesprochen, dass wir nicht mehr so wirklich Probleme haben. So, da. Sharpshooter Bau. Ein Sharpshooter. Du bist fleißig am Weg und du hast keine Speed, oder soll das? Da. Du auch nicht? Doch, du hast. Ja, du hast keine Speed-Module bekommen, weil du eh nicht durchgehend am Arbeiten bist. Das stimmt. Ja. Das heißt, die Forschung muss nur noch fertig werden. Und ein einziger Marauder fehlt. Da kommt er. Komm. Zing. So, 4-4. Damit können wir einen Frenzy bauen. Gut. Alternativ könnte ich auch 4 von den Sharpshootern und 4 von den Marauder mal rausschmeißen und gucken, wie stark die sind. Weil ich denke, das wird nicht so sein, dass jetzt die eine Frenzy-Kugel so stark ist wie die 4 plus die 4. Das wird wieder so eine, keine Ahnung, wird insgesamt nur 50% von dem Schaden vielleicht machen, aber dafür ist es halt nur eine Kapsel, die man auswerfen muss. Also, ne? Macht für mich zumindest Sinn. Ist ja bei dem Laser genauso. Die Lasermunition ist ja nicht exponentiell super viel besser. Okay, Lasermunition ist ein schlechtes Beispiel. Da ist es, glaube ich, wirklich so. Aber normalerweise ist es so, dass die höheren Tech-Stufen halt ein Luxusgut sind. Da muss man recht viel investieren, damit es nur ein kleines bisschen besser wird. Das wollte ich sagen. Und warum sammle ich eigentlich die Leichen hier jetzt auf? Naja, keine Ahnung. Weg. So. Da. Spielercrafting macht gerade gar nichts. Das ist nicht so schön. Bau doch bitte was. Nö. Ich hab jetzt nichts mehr. Das ist doof. Ich will das neue Modpack ausprobieren. Ja, mache ich auch demnächst. Also ich werde jetzt noch den Roboter-Test machen und danach werde ich, glaube ich, mit dem Shadow Modpack anfangen. Ich behalte den Speicherstand hier. Also falls in den Kommentaren noch tolle Vorschläge kommen, was man noch so machen könnte, kann ich ja immer noch hier weitermachen. Das ist schon okay. Was mache ich jetzt, während ich darauf warte, dass das fertig wird? Das hängt alles nur an den hellblauen Tränken, ne? Okay, also muss ich die irgendwie pushen. Hellblaue Tränke sind hier. Also einmal pushe ich euch mit noch einer Fabrik. Da. Und das da können wir umbauen zu dem, das dahin. Achso, das bringt nichts, weil es immer noch an Batterien mangelt. Immer noch? Ich hatte doch so viele da oben gebaut von den Fabriken. Ja, also nicht Fabriken, sondern Chemical Plants. Das ist jetzt komisch, ja. Na gut, dann bauen wir halt noch mehr davon. Habe ich absolut kein Problem mit. Oh, haben wir schon. Ja, haben wir jetzt 8 davon? Ah, jetzt fehlen Weak Capacitor. Okay. Wir kommen dem Problem langsam auf die Spur. Wo sind die Capacitors? Da sind die Capacitors. Dich brauchen wir gar nicht mehr. Nochmal Shift rechts, Shift links. Hol das hier alles raus. Das da raus. Und werd schneller. Gut. Du bist schon eine schnelle Fabrik. Du bist auch schon eine schnelle Fabrik. Und die ganz schnell brauchen viel zu lange. Oder vielleicht mal ein paar mehr auf einmal.
Capacitor und Strong Capacitor. Was kein Sch. Achso. Tu die mal ins Inventar, das könnte helfen. Du bist ein Flux-Ding. Nee, ich will kein Flux-Ding. Oh, warte, du bist auch zu langsam. Weil die Flux-Dinger brauchten wir, glaube ich, entweder für die Solarzellen oder für die Caps, also Capacitors. Ma, ist okay. Die mittleren hier brauchen wir gerade für gar nichts. Ich habe fast versucht, die auch zu ersetzen durch kleine, aber... Nee, ist okay. So, wir haben jetzt ein paar Capacitors abgegriffen. Das heißt, das Herstellen ist jetzt einfacher, das ist gut. So, machen ein paar mehr davon. Ja, und dich setzen wir mal dahin, damit du noch schneller die herstellen kannst. Also, wir kriegen jetzt schneller die Weak Capacitors. Dadurch kriegen wir hoffentlich schneller die Batterien. Und dadurch kriegen wir hoffentlich schneller die Tränke. Und dadurch schneller die Roboter. Und dann kann ich mal einen Robotertest machen. Und dann muss ich mich entscheiden zwischen den Modpacks. Ich sehe nur 3 Kisten mit Weak Capacitors. Ja, das ist problematisch. Dafür sehe ich hier überall noch Batterien drin. Und ganz viele Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist sehr befremdlich. Gehen wir dahin. Da und da. Ist jetzt ein bisschen unordentlich, was ich jetzt vorhabe. Aber das passt schon irgendwie. Ich bin hier eh nicht dazu gekommen, hier komplett aufzuräumen. Was ein bisschen schade ist. Aber das kenne ich schon von mir. Wenn es sich dem Ende nähert, werde ich tierisch ungeduldig. So, so. Was? Shift rechts. Shift links. Ah, okay. Shift rechts, Shift links, Shift links. Und Speed, Speed. So, jetzt müssten wir genug davon haben. Wenn nicht, wäre das echt komisch. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wäre, dass wir keinen Draht haben. Weil die ganze Drahtgeschichte hier läuft immer direkt in die Fabrik rein. Wir haben nur die beiden hier, die für uns Draht herstellen. Das heißt, ich baue die auch mal so um. Und mache da schnellere draus. Und ich denke, ich brauche noch eine Reinlegkiste. Sowohl hier als auch da. Shift rechts, Shift links, Shift links. Ja, das ist schick. Schick, 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 schick. Okay. Und Forschung ist gleich fertig. Gut. Das heißt, ich kann mich schon mal in die Nähe von so einer Basis begeben. Kann den Roboter dann rausschmeißen. Kann dann schmunzeln, wie wenig Schaden er macht. Kann mir dann noch hochrechnen, dass er doch mehr Schaden macht, wenn man mehr als einen rauswirft. Und werde mir denken, dass es trotzdem alles wesentlich einfacher ist, mit einer Combat-Shotgun da durchzurasen. Als da Tonnen von Ressourcen reinzuballern. So, du. Was? Oh. So. Ein bisschen verfrüht hier, hm? Habe ich noch Giftkapseln? Ja, komm. Machen wir ein bisschen die Umwelt kaputt, während wir warten. Lalalala. Damit soll ich übrigens in der nächsten Staffel wieder ein bisschen vorsichtiger sein am Anfang, denke ich. Gerade wenn wir dieses Hardcoreo spielen würden. Wobei ich da echt nicht weiß, wie die Mechanik funktioniert. Ob die Aliens da überhaupt noch auf die Umweltverschmutzung achten oder nicht. Oder ob sie einfach nur sich merken, wo man ist und immer wieder Leute losschicken. Was richtig garstig wäre, aber auch interessant. Ja, so oder so, dass ich nicht zu viel Smog generiere. Am Anfang so ein bisschen Ökogon. Außer wir haben halt keine Basen in der Nähe. Das wird wieder so ein Balanceakt werden. Ich bin mir übrigens immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie es mit den Bäumen wirklich ist. Es gab mehrere Kommentare, die gesagt haben, Bäume machen fast gar nichts. Auch mit Werten hingeschrieben und allem. Dann gab es aber auch Reaktionen auf diese Kommentare, dass derjenige, beziehungsweise diejenigen dann, nicht alles bedacht haben, was in die Rechnung mit reinfließt und dass die Bäume doch eigentlich ganz gut sind. Also, ich wäre. So, go, go, go.
Alternativ könnte ich mir so eine Basis suchen, die klein genug ist, dass der eine Roboter das vielleicht sogar alleine schaffen könnte. Nee. Nee, ich denke, der Roboter, selbst wenn es eine Einer-Basis ist, schafft er das bestimmt nicht alleine. Ich gehe trotzdem ein bisschen spazieren, Karte aufdecken. Oh genau, ich kann einfach einen neuen Schatz. Warum liegen hier so viele Sachen rum? Ja, okay. Das war abzusehen. So, und Forschungsfertig. Lauf. Eigentlich wollte ich einen neuen Chunk aufdecken und eine neue Basis damit spawnen und die Basis mit dem Roboter angreifen. Bau bitte eine Frenzy-Kapsel. Lauf vor den Gegnern weg, ist okay. Na, da komme ich wieder nicht durch, ohne dass irgendwas aggro. Was bist du? Bronze Ruby Tower. Ach so. Hier war das Blei-Ding, das habe ich nie zu Ende abgebaut. Okay. So trifft man sich wieder. So, hier. Das ist sehr human. Das sind keine, das ist nur ein König bei, keine Königin. Das ist alles gut. So, ja. Bau das Ding. Kannst Leichen. Ich könnte nebenbei noch privat davon welche herstellen, um die Maschinen zu entlasten. Nee, komm. Ich mache jetzt den Test hier und danach fange ich die neue Staffel an. Dum, 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 dum. Angriff. Achso, das sind die Türme da unten. Ja. Achso, die sollte ich wegmachen. Die beeinflussen unser Experiment. Immer gar nicht. Seit äußere Faktoren. Ich spuck meine Bronze-Ruby-Türme kaputt. So, da ist die Kapsel. Eine schweineteure Kapsel, die irre lange gebraucht hat zum Bauen. Also irre lange. In meinem momentanen Zustand sind 15 Minuten, weil ich ungeduldig bin. So. Tata. Das ist echt nicht schlecht. Also wenn man davon mehrere auswirkt, ist das... Ja. Also diese normalen machen die auf jeden Fall recht schnell kaputt. Also mit normalen meine ich blau und rot. Könige und Königin werden die sich dann totbeißen, aber das ist ja okay. Tue ich ja teilweise auch. Also sie sind nett. Ich würde sie allerdings trotzdem nicht benutzen, weil sie viel zu viele Ressourcen brauchen. Das ist für mich dann nur... Naja doch, also wenn ich diese Staffel weiterspielen würde... Dann hätte ich ja mehr als genug Ressourcen. Das heißt, ich würde einfach die Fabriken so umbauen, dass wir, keine Ahnung, 8 grüne Fabriken haben, dann 4 von denen, also 8 davon, 4 davon, 2 davon, 1 davon, 1 davon. Wenn ich das dann so umbaue und dann einfach mal ein paar Folgen laufen lasse, dann kann ich immer zwischendurch, wenn ich Basen zerstören gehen muss, mir so 10 Stück davon nehmen und dann die rausschmeißen. Dadurch geht es auf jeden Fall schon mal schneller. Und es macht das Ganze dann ein bisschen erträglicher. Ja, aber es ist echt nur absolutes High-End. Das würde ich vorher nicht anfassen, das Zeug. Da würde ich die Ressourcen lieber dafür benutzen, mehr Türme zu bauen oder mehr Schilde oder ne, irgendwas in der Richtung. Ja, gut. Also, Test erfolgreich abgeschlossen. Dann gehen wir mal in die Basis. Ja, nee. Ich sollte das Ding nicht setzen. Wenn ich das Ding setze, ist das Spiel vorbei. Okay, ich speichere ab und dann setze ich es einmal. Und dann kann ich den Speicherstand vor dem Setzen jederzeit laden, falls wir noch irgendein anderes Projekt anfangen wollen. Maximum Count for Followers 3. Ah, das könnte natürlich auch noch so ein Punkt sein. Ich habe gar nicht die Robo-Damage-Geschichte auf Max... Oh, ist nur noch eins, was man auf Maxen könnte. Ich hatte die Damage-Geschichte nicht auf Max gebracht und die Follower-Anzahl auch nicht auf Max. Follower-Anzahl geht noch einiges. Geht noch richtig viel.
Okay, das habe ich in meiner ganzen Geschichte nicht bedacht. Das heißt, das könnte wirklich den Riesenunterschied machen. Weil als ich die Kapsel rausgeworfen habe, habe ich sofort 3 Roboter bekommen. Einer ist gestorben. Wenn ich jetzt eine Max-Follower-Anzahl von 20 hätte und ich die eine Kapsel rausschmeiße, kriege ich dann sofort 20? Bin mir nicht ganz sicher. Weil ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass wenn wir eine Kapsel rauswerfen, wir einen Roboter bekommen. Aber wir haben eine Kapsel rausgeschmissen und wir haben 3 bekommen. Oder 2? Das war am Anfang zu wuselig. Ja, na gut. Also abspeichern. Dim, dim. Save. So. Ende. Speichern. Achso, keine Leerzeichen. Ja, das ist ein komisches Prinzip. So, gespeichert. Und hat immer noch keine Grafik. Ernsthaft? Ich spiele das Spiel seit über einem Jahr. Die haben immer noch keine Grafik dafür. Krummelkrumpf. Na gut. Bam. Was? Achso, Start Landing Ship. Ship Landing started. Okay, das ist jetzt doch neu. Letztes Mal kam noch instant so ein... Wir haben gewonnen. Oh, gibt es jetzt noch einen riesen Frontalangriff? Den gab es früher mal. Da hatte ich ja vor ein paar Staffeln quasi drum gebettelt, dass sie es wieder einfügen. Dass nochmal so ein richtig schwerer Angriff kommt ganz am Ende. Türme? Ich hätte gern ein paar Türme auf Tasche, wenn da jetzt wirklich noch was kommt. Muss das Ding hin? Hä? Die Roboter sind übrigens immer noch da. Was ich interessant finde. Ich hab dich doch hier hingesetzt, oder? Nein, ich hab dich bei den ganzen Stromgeschichten in die Ecke gesetzt. Da. Ah, okay. Ich dachte schon, das Schiff wäre jetzt gelandet. Hat gesehen, dass keiner da ist und ist wieder weggeflogen. Rocket Defense. Ha. Okay, also anscheinend habe ich doch noch Zeit. Geh und such. Da, Lasertürme. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Riesenangriff kommt, spamme ich einfach die Türme dahin und dann ist gut. Dann schnappe ich mir noch die Kristalle, die verschiedenen. Davon, davon, davon und davon. Und baue 6 Türme da. Die ganz viele Ressourcen, ist gut. Aber es passiert nichts. Also auch kein Angriff oder dergleichen. Vielleicht sammeln die sich jetzt erst alle. Also alle Basen, die in Smog-Reichweite sind, bereiten jetzt einen Angriff vor. Laufen an einen Punkt. Das könnte ja eine Weile dauern, von da oben nach da außen rumzukrabbeln. Oh ne, das ist viel zu komplex. Da spinne ich mir nur wieder was zusammen. Also sie haben definitiv was geändert. Vorher warst du mal auf den Knopf gedrückt. Oder ich glaube, man hat das nur platziert und dann war instant bam gewonnen mit so einer Liste von ganzen Dingen, die man getötet hat. Wo Bäume ganz oben standen. Und dann war gut. Na gut, ich speichere jetzt nochmal ab. Mit nicht N. So. Speichere jetzt nochmal ab mit nicht Ende. Nicht Ende. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was es damit jetzt auf sich hat. Das ist für mich ein bisschen komisch. Ja. Aber ich fange jetzt mit einer neuen Staffel an. Und ich denke, ich fange an mit dem Bastelpack. Also dem Shadow Mod Megapack. Da ist dann zwar nicht ganz so dramatisches an Änderungen mit den Gegnern, aber ich kann mich mehr darauf konzentrieren, rumzubasteln und rumzufriemeln und zu optimieren und so weiter. Und das klingt einfach ein bisschen interessanter. Also Hard Choreo definitiv ist eine schöne Herausforderung, dass man auch mehr Druck aufbaut auf sich selber, um alles möglichst schnell zu machen. Aber mir ist gerade nicht so nach Druck. Mir ist gerade danach rum zu tüfteln und zu optimieren. Also sehen wir uns denn demnächst wieder in der neuen Staffel. Und wenn ihr hier noch zu Sachen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Der Safe Game ist ja da. Ich kann also jederzeit diese Staffel auch noch so ein bisschen was hinten ranhängen. Okidoki. Bye bye.